Ja, wir wollen ein bisschen reden, so ein bisschen vielleicht mit einem Dirk Adorf, den Dirk kenne ich natürlich als Längster. Dirk, du bist dreimal Meister geworden in der VLN, damals noch für Do Langstreckenpokal, jetzt VLN Langstreckenmeisterschaft, dreimal Meister geworden. Lang ist es her. An welchen Meistertitel erinnerst du dich denn eigentlich so am liebsten, Dirk? An alle drei, muss ich dazu sagen. Das Schöne ist, es ist schon ein bisschen länger her, aber die Basis war einfach eine ganz tolle. Da war die VLN oder die Langstreckenmeisterschaft, die Do-Langstreckenmeisterschaft damals, die war halt noch auf einem ganz anderen Level, war noch deutlich mehr mit Amateuren versehen und da war es also möglich, mit dem 1300er Auto zu fahren, damals mit dem Citroen AX, da sind wir auch gegeneinander gefahren und mit 100 PS. Ach, hast du 100 gehabt? Weißt du, wo der Meister war? Ja. Ich glaube, wir hatten auch 105, ich weiß nicht genau. Also es war schön, wenn er sagt, gegeneinander zu fahren, zum Verständnis. Also wir sind wirklich gegeneinander gefahren, da war eine Klasse mit 28, 32 Autos. Genau. Und der Dirk war damals so nett und ich glaube, es ist ein paar Mal passiert, dass wir im Training gesagt haben, wir fahren zusammen raus, um uns in dem 1300er AX noch auch so ein bisschen Windschatten zu liefern. Ja, war damals gang und gäbe. Also du brauchtest schon jemanden auf der Dettinger-Höhe. Den hast du mal ein bisschen vorgeschickt einen und dann auf der Dettinger Höhe, dann kam es halt nicht mit 182 da an, sondern mit 186. Das hat es ausgemacht. Der war aber schön, also die Zeit war gut, aber vor allen Dingen auch die Entwicklung mitzunehmen bis zum heutigen Tage, das ist großartig. Deshalb liegt die mir auch so im Herzen, die VLN. Wann kam dann der Schluss, Rennfahrer zu werden? Das muss ja irgendwann im Vorfeld passiert sein bei dir. Der kam relativ früh. Man muss wissen, dass mein Vater 1967 ein Autohaus aufgemacht hat, im elterlichen Betrieb, hat den Kuhstall umgebaut zu einer Werkstatt und ich war nie in einem Kindergarten. Ich bin groß geworden in der Werkstatt, also ich habe wirklich ordentlich Benzin im Blut. Ja. Und mein Vater ist früher den Alpha-Sud-Pokal gefahren, also im Rahmen der Formel 1, das was heute Porsche Supercup ist, gab es damals mit Alpha-Sud und deshalb sind wir quer durch Europa gezogen. Ja, war das Allergrößte für mich als kleiner Junge. Ich habe die Autogrammhefte von heute noch und von allen Fahrern mir Autogramme geholt. Und da habe ich gedacht, das willst du machen. Und irgendwann hat mein Vater dann den kompletten Rennstall mal verkauft. War für mich, glaube ich, der schlimmste Tag in meinem Leben. Warst du da? Da war ich 10 oder 11. Also ich habe geheult wahnsinnig und meine Mutter noch lauter, weil das war für sie auch ganz schlimm. Aber da war einfach der Traum geboren. Aber klar, irgendwann möchte ich Rennen fahren. Und dann habe ich gekämpft.